Herzlich willkommen zurück in der nächsten Folge am 22.05 über unseren Schiffen in der Mission, die wir beim letzten Mal gestartet hatten. Wir sind hier gerade dabei, mit Graphen und Petrochemikalien zu akquirieren, damit wir weiterbauen können, was vorher nicht wirklich ging. Setzen da mal eine Truppe hin. Auf Wiedersehen. Mal durch drum. Dann könnten wir hier drüben mal einmal ein kleines Feuerwerk starten. Der ist da vorne. Alle zum Einsatz. Ist die Werft. Na, hier geblieben. Ist die Werft zerstört? Das ist Sperrgebiet. Trefferpunkte. Ja, sie ist zerstört. Dann würde ich mal sagen. Schieß es mit deinem Feuerwerk. Finde ich gut, das Feuerwerk. Mach mal weg. Sie haben verhindert, dass das Schlimmste passiert. Hä? Wie habe ich was verhindert? Ich habe gar nichts verhindert, sind aber gut. Unterwegs. Lorbeeren für fremde Taten nehmen wir immer gerne. Eigentlich zwar nicht, aber egal. Zack, das Bollwerk ist auch zerstört. Und weiter geht's. Das ist nichts, was man zerstören kann. Ich müsste mir eigentlich mal eins von den Kleinen hier zurücklassen für den Treibstoff und alles. Da noch für die Hilfsflotte. Das macht ihr schon ganz toll. Ihr kriegt das wunderbar hin. Dann hätte ich gerne noch eine Hilfsflotte und EMP. Und dann kommst du mal hier rum. Die Hilfsflotten halten hoffentlich alles soweit in Schach. Unsere Schiffe zerstören erstmal die Quelle der gegnerischen Schiffe, diese dämliche Werft. Energie auf Schilde umgeleitet. Schilde haben wir erstmal, das heißt, wir haben jetzt erstmal nicht so viel von denen zu befürchten. Und ich glaube, wir haben hier alles soweit sogar schon weggeräumt. Das war einfach. Da kommt noch ein U-Boot. Na, das ist aber schön, dass da noch ein U-Boot auf uns zu bieten ist. Zack, Schilde wieder drauf. Grünes Licht. Schießen wir da mal den Transmitter weg. Tja, dann ist es ja gut, dass wir mehr als ein Gebäude haben, was? Ja, du hast zwar mehr als ein Gebäude, mein Lieber, aber das wird dich nicht retten. Ich werde die anderen einfach auch zerstören. Das lässt sich wieder aufbauen. Ja klar, alles lässt sich wieder aufbauen, wenn man genug Zeit hat. Material, Geld, Anhänger. Ziel bestätigt. Den dritten werde ich jetzt noch nicht sofort zerstören, da wir ja noch ein bisschen Material vielleicht sammeln können hier. Ziel bestätigt. Möchte ich deswegen jetzt nicht sofort machen. So, das kümmert sich alles darum. Dann hole ich mir jetzt einmal, wenn ich habe, noch eine Hilfsflotte. Hier unten ist nämlich noch sind eine. Unterwegs. EMP hatten wir hier auch noch zwei Stück liegen. Das heißt, wir können noch mit EMPs um uns werfen, wenn hier was an uns vorbeifährt. Boom. Ja, unter 50, das ist gut. Und schon gehen die Lichter aus. Jetzt ist es hin. Wo ist unser anderes Schiff hin? Ach, da unten. Ich habe es gerade nicht gesehen auf der Karte. Ich dachte schon, es wäre versenkt worden. Bestätigt. Dann holen wir uns noch eben die beiden EMPs hier unten. Dann geht es da oben weiter, bevor wir den letzten Transmitter zerstören. Sind unterwegs. Den zweiten auch noch eben. Dann kann ich das Schiff nämlich direkt zurückbeordern. So, EMPs haben wir beide. Dann können die zurückkommen. Hier liegt auch noch einer, aber den können wir uns ja gleich noch holen. Das Iridiumlager. Verdammt, ich dachte, das wäre Graphenlager. Dann haben wir noch. Ah, scheiße. Ja, selbst beschädigt, aber das kann man ja reparieren. Da haben wir noch ein paar Atomraketen. Da könnten wir ja mal. Da könnten wir mal kommen. Schiffe kommt mal ran hier. Können wir mal hier ein bisschen. Hä? Netter Versuch, Leute. Tschüss. Nuklearrakete ab. Roger. Ah, unser anderes Schiff ist noch hier hinten. Oh, das hat aber böse Feuer abgekriegt. Was hat denn da drauf geschossen? Aua, ey. Roger. Das hat aber richtig übel Feuer abgekriegt. Das ist ja fast kaputt. Beim nächsten Reparieren unbedingt mal mitmachen. Kampfstationen. Können wir das Türmchen da mal zerstören gehen. Koordinaten direkt. Ja, das war ja einfach. Da haben wir auch noch ein Graphenlager. Das muss natürlich weg. Unser Graphen hätten wir natürlich gerne. Koordinaten bestätigt. Da haben wir nichts weiter, was wir mitnehmen können. Wir haben eh zu viel Treibstoff. Hier liegen noch Petrochemikalien. Die wollen wir natürlich. Dann machen wir hier mal einmal. Na, kommt näher, kommt näher, kommt näher. Wo bleibt ihr denn?
näher. Ach, die kommen zu mir. Das ist natürlich noch besser. Dann machen wir jetzt hier einmal gleich großes Boom. Ja, weiter, 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 weiter. Starte großes Nuklearrakete. Boom. Hat sich gelohnt. Sekundärexplosionen auslösen ist immer hilfreich bei sowas. Ach, wie süß. Da hat wer versucht. Netter Versuch. Da hat noch wer versucht, sich versteckt am Rand, einzugraben und uns zu überraschen. Aber das hat nicht wirklich funktioniert. Das lohnt sich nicht. Die können wir einfach weg-EMPen. Sind so. Unterwegs. Können wir einfach weg-EMPen, sagte ich doch. Den Quatsch jetzt mal zu machen. Ja. Oh, mit der Offhand getötet. Naja, umso besser. Ich kümmere mich um die Reparatur. Alles ist wieder heile. Das eine Schiff kümmert sich noch eben um den Treibstoff. Da liegt Petro und alles mögliche Praktische. Das nehmen wir natürlich mit. Einmal bitte da hinschießen. Zack. Damit haben wir das Schiff frei. Dann machen wir da oben noch die Lager leer. Kampfstationen. Und das muss auch noch weg. Dann haben wir da noch ein paar Schiffe, die auf uns lauern. Oh, die Ohren sind immer gut. Wer ist mit einem Feuerwerk? Feuerwerk hört sich gut an. Mach mal. Oh, wer bist du denn? Gute Idee, sich so in einer Bucht mit dem Rücken zur Wand zu verschanzen und eine ganze Flotte mit einem Schiff anzugreifen. Im Gange. Ist immer eine gute Idee, muss man mal ausprobieren. Da liegt auch noch ein bisschen was. Das wird jetzt erstmal ge-EMP't und mit Hilfsflotten belegt. Und weiter. Waffensysteme bereit. Hier unten waren wir schon, da liegt noch jede Menge Treibstoff. Kampfstationen. Alle Missionen eigentlich beendet? Ne, wir müssen noch einmal abliefern. Den müssen wir noch zerstören, den dritten Transmitter, das ist klar. Liefern sie einen EMP, ist auch klar. Und dann war's das. Dann liefern wir jetzt noch eben schnell den einen EMP ab. Und dann fahren wir da hinten hin. Obwohl, nee, das machen wir anders. Wir schicken die direkt zum Zerstören und holen uns ein Kampfstationen. Schiff aus diesem Pulk raus. So, das darf dann hier in der Mitte mal eben... Wo waren das? Da? Nein? War das da? Nein? Da? Wo ist denn der Auftrag? Da. Abliefern. So, dann liefern wir nämlich jetzt einmal den EMP ab, dann kriegen wir den Zusatzauftrag auch noch. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und hierhin mit dir. Sobald wir in Schussweite sind, machen wir den und das war's. Nuklearrakete. Danke, dass du die Klimastabilisatoren für uns zurückerobert hast. Wir wissen das sehr zu schätzen. Juhu. Du bist jemand, auf den man sich verlassen kann. So viel steht fest. Aber ohne das war dich, doch vorher das waren nur Stahl und Beton. Ja, Virgil, du hast immer was zu meckern. Sie sind wieder da? Wie sieht es aus? Aber die ganze Zeit hier jetzt. Alter, Leute, geht doch mal alle weg, ihr nervt. So. Wir könnten jetzt in den Sektor einmal kurz... Ja, das machen wir auch. Wir springen erstmal in die Arktis und... Sengol International plant in diesem Sektor ein Projekt. Wir hoffen, dass sie einsteigen. Oh, Petrochemikalienprojekt? Dann bin ich natürlich dabei. Die Orbital Watch stellt eine größere Gefahr dar, als wir dachten. Drake muss geheime Unterstützer haben. Ja, es ist unabdingbar, dass die Union auf dem Mond eine starke Präsenz zeigt. Und um das zu ermöglichen, müssen wir... Nochmal. Ich hatte erwartet, Sie hier zu sehen. Lassen Sie mich den Sachverhalt erklären. Seaman International hofft, in der Zusammenarbeit mit Ihnen das Versorgungsnetzwerk für Nahrung in der Arktis zu erweitern. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ja. Gut, was denn? Wir wollen neue Routen direkt ins Eis schlagen. Als unsere Konkurrenten davon hörten, bezeichneten sie uns als verrückt. Aber Ihre Anwesenheit macht es möglich. Gemeinsam werden wir die Arctic Custodians davon überzeugen, dass wir der Aufgabe gewachsen sind. Natürlich werden diese neuen Routen Ihnen ebenso offen stehen wie uns. Bitte ziehen Sie keine falschen Schlüsse in Bezug auf unsere Werte. Bei diesem Projekt geht es um Nachhaltigkeit. Wir wollen nicht zerstören, sondern versorgen. Kann ich auf Ihre Unterstützung zählen? Was kriege ich denn da für euch, wenn ich da was mitmache? Kriege ich Nahrung? Kriege ich Petro? Was kriege ich denn? Logistik. 50 Logistik. Zeit ist Geld und mein Gott, warum nicht, ne? Sind Sie bald fertig? Überwachungsdrohne, drei Gletscher.
mein Gott, was soll's. Dann werden wir das Schiff halt mal benutzen, bevor es hier nur doof im Hafen steht und holen uns mal diese... Roger. Zum Sammeln anklicken. Geil. Ja, wir fahren erstmal dahin. In der Zwischenzeit, Kamera mal ein bisschen neigen, können wir uns hier mal drum... Entschuldigung, können wir uns mal hier eben kurz drum kümmern, dass wir... Essen hatten wir genug? Nein, wir haben immer noch zu wenig Konserven. Das gibt's doch überhaupt nicht. Wie können wir denn immer noch zu wenig Konservenfutter haben? Das ist doch fast schon nicht mehr möglich. Nein, 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 ich wollte Häuser. Haben wir hier noch ein paar Häuser mehr. Hier können wir auch noch ein paar hinstellen. Na, die Straße möchte nicht so, wie ich will. So, dann können wir die Straße, die hier noch so zwischen ist, auch wegmachen. Die stört nur im Moment. Und haben dann jetzt hier zwei Häuser, die unterversorgt sind. Das ist leider dann so Pech gehabt. Die können wir jetzt ja mal eben erledigen. Dann wollten wir außerdem uns eigentlich gerade Energiedrinks, Vitamindrinks holen. Aus der gemäßigten. Von da unten nach da oben. Wir brauchen im Moment... Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Hat ganz toll funktioniert. Nochmal neue Route. Ich hätte gerne das von da nach da. Ja, 200 ist ein bisschen viel. Also, ich hätte gerne so 10 transferiert im Moment. Das reicht noch. Den ganzen Tag lang diesen kalten Temperaturen ausgesetzt zu sein. Ihr Arktis-Personal wird die Extraportion Vitamine zu schätzen wissen. Naja. Und ich darf es bezahlen. Verbunden. Treten Sie ein. Außer der zu wenigen Nahrung, die wir immer noch haben, erstaunlich. Die gibt's doch überhaupt nicht. Wie viel Nahrung kann ein einzelner... Das ist doch unglaublich. Ja, das Ding ist jetzt voll ausgebaut, fertig. Damit haben wir jetzt erstmal Fisch hoffentlich genug. Jetzt brauchen wir noch ein paar von diesen scheiß Fischfabriken. Ich glaube, so langsam verstehe ich, wie man das hier bauen soll. Auch wenn das irgendwie ineffizient as fuck ist. Ich glaube, ich mache das jetzt mal einfach. Ich werde hier mal einmal so eine ganze Line wegreißen und dann nehmen wir uns jetzt die hier und werden hier mal... So. So, auf dem Abstand muss ich es in etwa stellen. Mal gucken, wie viele Häuser man dazwischen kriegt. 3. Also bei 3 Häusern ist dann Schluss. Mehr geht nicht. Für ein viertes reicht es nicht mehr. Dann bauen wir alle 3 Häuser jetzt so einen Teil da rein und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Können wir da nochmal 3 Häuser hinstellen. 1, 2 und die Straße muss natürlich verlegt werden, das war auch zu erwarten. Wir bauen hier mal um. Also es kann jetzt ein Momentchen natürlich dauern, bis das so ist, wie es geplant ist, aber es sollte schlussendlich dann funktionieren. Da machen wir ruhig noch einen so einen Abstand zwischen, das kann ja dann auch nicht schaden. Dann haben wir da noch eine Straßenverbindung. Das schließen wir nach da an, dann können wir das nach hier oben anschließen. Das Teil können wir auch verschieben, das ist auch jetzt nicht das Problem. Da müssen wir nur die Straße einmal ändern. Eigentlich ist das jetzt doof gewesen, das müsste ich eigentlich doch eher auf die Seite stellen. Beziehungsweise irgendwo anders hin, aber erstmal steht es jetzt da. Dann haben wir das, dann fehlt hier noch die Straße. Und hier auch. Da müssten da unten auch noch Häuser eigentlich rein. Das passt nicht ganz, okay. Naja, muss ja auch nicht perfekt passen da unten. Hier oben bauen wir jetzt auch nochmal um. Hier sind nicht viele Klappe. So, das bauen wir nach da oben. Dann reiße ich da die Häuser nochmal, die dazwischen sind, weg. Und baue das hier dann jetzt so. Das passt nicht ganz. Okay, das wird aber gleich dann wahrscheinlich passen. So. Eigentlich habe ich das schon wieder falsch gebaut, fällt mir gerade auf. Ich müsste hier eigentlich nochmal eben ran. Wobei das auf der Seite eigentlich ganz gut passt. Ich möchte jetzt eigentlich... Ja gut, ich baue das jetzt nicht nochmal um. Eigentlich hätte ich da noch einen Platz mehr zwischen lassen müssen, damit ich da auch noch Straßen zwischenbauen kann. Aber das habe ich jetzt gerade nicht. Das heißt, ich komme jetzt irgendwie ohne klar. Ja, da müssen wir mal gucken. 1, 2, 3. Da müsste da eigentlich das nächste hin. Da müssen die Häuser hier auch nochmal weg. Und dieses Straßengewirr sowieso gleich mit.
Das ist hier sowieso komisch. Das muss auch weg. Dann bauen wir das auch anders dran. Dann bauen wir das nämlich jetzt hier so hin. Und das müssten wir dann da irgendwie reinbasteln. Das passt auch noch nicht ganz. Müssen wir mal echt gucken, dass wir das hier mal ordentlich hinkriegen. Das ist ja ein Gewirr. Ah, blödes Bautool. So. Ein Hausbreite würde ich da gerne noch haben. Und dann bauen wir das da hin. Und damit müssten wir eigentlich einen relativ gleichmäßigen Wärmebereich hier erstmal haben. Das wird nicht mehr passen. Nein, das passt im Moment auch nicht. Da fehlt eine Fischfabrik. Das heißt, das Logistikzentrum wandert mal erstmal nach da oben und eine Fischfabrik nach da. Dann haben wir nämlich hier so eine flächendeckende, halbwegs ordentliche Versorgung. Da ist ein Haus nicht im Radius. Ja, das ist natürlich blöd, aber da kann ich gerade nicht so viel dran ändern. Oder passt hier? Nee, das passt natürlich nicht genau ins Schema. Das wäre ja auch viel zu einfach, wenn es passen würde. Das stelle ich mal nach da. Dann gucken wir mal, dass wir... Das passt auch nicht. Mist, den stellen wir dann nach da. So. Etwa das müsste der Abstand sein. Ja. Und das Teil bauen wir dahin. Ich würde sagen, das reicht dann erstmal. Kriegen wir dann da jetzt Häuser hin? Eins passt dahin, da passt nichts. Da müssen wir dann die Straße hier nochmal zum x-ten Male ändern. Und dann können wir uns endlich mal an die Neuroimplantate ranmachen, für die wir eigentlich ja hier hingekommen sind. Da ist die Folge schon wieder fast rum, bis ich das jetzt mal geschafft habe. Das glaube ich ja nicht. So, das wird dann hier die neue Straße für hier oben. Ja. Das kann weg. Und das kann hier dann eigentlich noch weitergebaut werden, aber da haben wir keine Wärme mehr. Damit haben wir jetzt erstmal wieder Energieprobleme, das war mir fast klar. Wie sieht's aus mit Fisch? Fisch und Dosenfisch haben wir im Moment zumindest genug. Für den Augenblick. Das werde ich wahrscheinlich um genau eine Straße noch näher ranholen müssen, um einen Block. Warnung. Fast schon sicher. Energiebedarf zu hoch. Ja, Maßnahmen empfohlen. Ich wusste es doch. So, dann können wir die Straße hier wieder einen näher ranholen und das überschüssige Zeug wegmachen. Energienetz überladen hätte ich mir fast denken können. Wir bauen da mal ein bisschen mehr Energie ab. Also aus dem Geothermiekraftwerk holen wir mal ein bisschen mehr raus. Da oben ist zwar eigentlich ein Gemeinschaftszentrum, aber weil hier keine Straße zwischen ist, das ist genau das, was ich vorhin meinte. Ich hätte da eigentlich noch eine Straße zwischen bauen müssen. Das ist ein bisschen doof. Gut, dann machen wir das anders. Dann holen wir das hier jeweils noch einen Abstand weiter rüber. Bauen die... Wieso haben wir denn ja jetzt keine Versorgung? Och, Leute, das ist doch nicht normal. Das ist doch echt nicht normal. Da fehlt jetzt ein so ein Pixel und deswegen... Achso, ich bin hier auch einen zu hoch. Haha. Darum läuft die Abdeckung da nicht. Aber jetzt müsste es gehen. Wenn ich die Straße hier wieder dran mache, natürlich. Nö, da ist immer noch ein Pixel. Das ist lächerlich. Das ist einfach nur lächerlich. Aber da die Häuser ja gleich ein Stück rutschen, denke ich mal, müsste das eigentlich kein Problem sein. Und ich versuche sie jetzt gleich mal ein Stück rutschen zu lassen. Nehmen hier diese Doppelstraße raus. Die da hin. Jetzt müssen wir die Häuser natürlich alle einzeln erstmal wieder ein Stück rücken lassen. So, so und so. Das gleiche hier unten. Na? Ineffiziente Arktis, ey. Aber warum? Muss ich das Ding jetzt echt hier runterziehen, damit das geht? Dann geht's da oben wahrscheinlich wieder nicht, ne? Das ist doch... Ich baue das jetzt mal dahin. Reicht das jetzt? Ja, da reicht's jetzt. Okay, dann machen wir das jetzt erstmal so. Da funktioniert das dann. Ich weiß nicht genau, warum das hier überall geht und da nicht. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz hundertprozentig, aber Abdeckung ist da. Wir haben es erstmal hingekriegt. Wir haben sogar ein paar Arbeiter und irgendwie also, will hier trotzdem niemand aufsteigen, weil wir zu wenig Neuroimplantate haben. Hä? Gut, das wird dann das nächste Problem. Wo kriegen wir das Baumaterial für die Neuroimplantate her? Da ist nur Alu, da haben wir Energie. Und da oben kriegen wir Molybdän vielleicht. Und das war's dann auch schon. Ja, keine Straßenbindung, bla bla.
bauen wir direkt voll aus. Brauchen wir sowieso. Und knüppern uns erstmal nur hier drüben dran. Jetzt haben wir natürlich keine Logistik, das war klar. Die stellen wir am besten direkt hier neben. Oder da oben neben, wenn das geht. Ich möchte das aber bitte, wenn, dann bündig abschließen lassen. So. Dann haben wir hier oben Logistik. Na, so. Logistik ist auch dran. Dann können wir uns jetzt endlich um diese blöden Neuroimplantate kümmern. Hier unten lasse ich das jetzt erstmal. Ich baue hier oben dann eine neue Siedlung sozusagen mal. Geht das? Ich gehe mal so nah ran. Ich werde da mal zwei Häuser, glaube ich, hinbauen. Und dann kommt die Anlage. Na, nicht die, sondern die. Mit einer Straße. Einfach aus Prinzip mit einer Straße. Unsere Kontroll- und Kommunikationssysteme im All werden über solche Schnittstellen bedient. Das ist das falsche Ding. So, dann gucken wir mal, dass wir da einen Abstand vielleicht zwischen machen und dann zwei Häuser wieder. Ich nehme immer das Falsche. Ich will immer die falsche Anlage bauen. 20.000! Was? Wie teuer sind die Dinger? What? Und ich dachte, also, Alter, ich dachte, das wäre teuer, was wir vorher hatten. Das ist ja hier noch teurer. Das ist ja Wucher. Das ist ja fast wie der Mond. Straßenanschluss haben wir dran. Dann können wir jetzt hier nochmal so ein Haus. Vielleicht noch ein zweites. Reicht das noch? Weiß ich nicht. Ich glaube, reicht noch. Nee, reicht natürlich nicht. Das ist wieder zu kalt. Okay, das mit der einen Straße dazwischen, das können wir voll vergessen. Das geht nicht. Dafür reicht der Wärmeradius wieder nicht. Da kommt gleich noch so eine zweite Anlage, sobald wir wieder im Plus sind. Wir sind jetzt nur gerade wieder kritisch am Boden. Deswegen ist das ein bisschen blöd. Ich lasse mal eben hier einen Schwung Leute aufsteigen. Mal gucken, ob uns das dann den entsprechenden Geldboost bringt, den ich so hoffe. Sieht gar nicht mal schlecht aus im Moment. Wir haben nur kein Baumaterial. Das ist ein kleines Problem. Wie viel Alu haben wir? Null. Metallschaum ist bei 6 plus. Ah, wir steigen. Aber langsam. 4 Metallschaum, komm schon. Da will wieder einer. Oder zwei. Aufsteigen lassen, so schnell wie es geht. So schnell wie es Material und Aufstiegsrechte zulassen. 5 Metallschaum brauchen wir dafür. What the fuck? Und ich muss hier Plus gedrückt halten, damit wir das möglichst schnell hinkriegen. Das Problem ist nur, dass unser Geld dann auch ziemlich schnell runtertickt. Das ist ein bisschen blöd. Warum braucht das denn so lange? Und wir haben kein Aluminium in Reserve, was wir dafür gerade benutzen könnten. Das ist das nächste Problem. Ich könnte zwar ausbauen, aber das kostet uns A, für das Ausbauen schon wieder Geld und B, auch nochmal direkt zusätzlich für den Unterhalt, die Miete quasi. Was Sie aus diesem Ort gemacht haben. Ja, eine Wüste mit Häusern. Eine Schneewüste mit Häusern. Ich bin begeistert. Das habe ich aus diesem Ort gemacht. Die Folge ist auch schon zu Ende, aber ich möchte jetzt noch irgendwie ganz schnell aus den roten Zahlen rauskommen, bevor ich hier einen Cut mache. Sie? Auch wenn wir schon 3 Minuten drüber sind. Kommt schon. Na gut, ich mache hier gleich, wenn ich die aufsteigen lassen habe, mache ich jetzt hier einen Cut. Aufsteigen lassen habe. So, da oben fehlt natürlich alles. Das ist klar, da ist keine Straße, kein gar nichts dran. Das mache ich jetzt nicht, das mache ich beim nächsten Mal. So, wir trotzdem haben es geschafft, zumindest eine Neuroimplantatfabrik schon mal zu bauen. Das war ja das eigentliche Ziel, wofür wir überhaupt hier hingegangen sind. Das heißt, wir sind nicht ganz nutzlos gewesen. So, das kann man doch, glaube ich, so als Endscreen erstmal lassen. Und beim nächsten Mal sollten wir das Ganze dann wahrscheinlich ein bisschen ausbauen können, sofern wir die Leute hier aufsteigen lassen, damit wir auch ein bisschen Geld verdienen, sonst sind wir wieder pleite und dann können wir endlich wieder zurück in unseren eigentlichen Sektor und da weiterbauen. Aber erstmal bin ich hier jetzt wieder weg, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, ciao, ciao.